ja politisch gemacht. Was machst du zurzeit politisch? Ich komme aus der Schülerbewegung und war 5 Jahre lang Landesschülerin-Sprecherin der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen und der Bezirksschülervertretung. Ich komme aus der Migranten-Selbstorganisation, aus der Organisation der DDIF. Und seit 2004 sitze ich für Die Linke im Stadtrat. Und ich komme auch, weil ich aus der Bildungsbewegung komme, auch aus der Bildungsstreikbewegung und versuche jetzt auch am 22. April den Bildungsstreik wieder auf die Beine zu setzen. Gestern, am 20.03., warst du auf der Demonstration "Wir zahlen nicht für eure Krise". Warum möchtest du nicht mit Angela Merkel zusammen, mit uns gemeinsam in einem Boot sitzen und aus der Krise rausrudern? Ich bin auch deshalb so heiser, weil ich gestern auf der Demonstration war. Ich bitte das zu entschuldigen, ich scheine zu laut geschrien zu haben, wir zahlen nicht für eure Krise. Ich bin der Meinung, dass wir nicht alle im selben Boot sitzen, wie Angela Merkel es gesagt hat. Wir können sehen, dass es in den vergangenen Jahren immer Steuergeschenke an Reiche und Millionäre und Unternehmen gegeben hat. Auf der anderen Seite aber immer bei im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich bei den Armen genommen wurde, gekürzt wurde mit der Begründung, die Kassen seien leer, aber in einer Nacht- und Nebelaktion konnten Milliarden von Euro Banken geschenkt werden. Das ist eine Umverteilungspolitik von oben nach unten. Der stelle ich mich vehement entgegen. Ich sage, diejenigen, die von der Krise profitieren und die in der Vergangenheit profitiert haben, die eh zu viel haben, sollen für diese Krise aufkommen. Nicht wir, sondern sie sollen für ihre Krise zahlen. Du kandidierst nicht nur direkt in Mülheim für den Landtag, du bist auch auf einer der vorderen Plätze der Landesliste der Linken. Was möchtest du im Landtag tatsächlich erreichen? Gebührenfreie Bildung von der Kita zur Schule, über die Hochschule bis hin zur Weiterbildung für jeden, denn Bildung ist keine Ware. Ich möchte mehr soziale Gerechtigkeit, ich möchte Dinge wie ein Sozialticket, ich möchte mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, auch für Arbeiterinnen und erwerbstätige Menschen, das heißt ein Landespersonalvertretungsgesetz zum Beispiel. Ich möchte einen Mindestlohn von 10 Euro. Ich stehe für die Abschaffung von Hartz IV, weil Hartz IV ist Armut per Gesetz. Eine Forderung der Linken ist eine Schule für alle. Das hört sich für mich an wie die Gesamtschule. Was ist der Unterschied zum Beispiel zur Forderung der SPD? Die fordern ja auch Ähnliches. Die SPD sagt, sie würde es fordern, sie tut es aber nicht tatsächlich. Sie hat es auch in der Vergangenheit nicht getan. Sie hätte genug Möglichkeiten dafür gehabt. Eine Schule für alle heißt für uns das Aufheben des selektiven Schulsystems. Das heißt, keine Trennung nach der 4. Klasse in Hauptschule, Realschule und Gymnasium, sondern eine Schule, wo jeder bis zur 10. Klasse draufgehen kann und dann selber nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen das Abitur erlangen kann oder eine Ausbildung starten kann. Wir wollen eine innere und äußere Schulreform. Wir wollen individuelle Bildung für alle, wo jeder sich frei entfalten kann. Jetzt ist Rot-Grün und Gelb-Schwarz stehen beinahe gleich stark da. Ist es dann nicht so, dass jetzt eine Stimme für die Linken eine Stimme letztlich indirekt für Herrn Rüttgers ist? Nein, ist nicht so. Erstens, Farbenspiele sind zwar lustig und interessant, aber ich stehe nicht so ganz auf Farbenspiele, würde ich mal sagen. Der Punkt ist, nur wenn man die Linke wählt, wählt man wirklich, setzt man ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit. Der Unterschied zwischen Schwarz, Grün, Rot, Gelb, Grün, Schwarz, alles Mögliche, haben wir ja gesehen, ist im Kern nichts. Nur ein paar Nuancen und nur die Linke stellt eine alternative Politik und steht für einen Kurswechsel. Deshalb ist im Gegenteil jede Stimme für die Linke eine wertvolle Stimme, damit das Land weiter so, vorankommt. Die Linke war die Kraft, die aus der Opposition heraus den Mindestlohn diskutiert hat. Die Linke war die Kraft, die aus der Opposition heraus selbst die FDP dazu gebracht hat, dass sie einen Parteitag zum Thema Soziales machen. Jetzt noch mal zum Schluss. Du kandidierst in Mülheim. Warum sollen dich die Mülheimer, die Köln-Mülheimer wählen? Warum soll mich die Köln-Mülheimer wählen? Weil ich, wie gesagt, für ein anderes System stehe, weil ich für einen politischen Kurswechsel stehe, aber auch, weil ich einer von denjenigen bin, die vor allen Dingen in Mülheim leben, nämlich ich gehöre auch zu den sozial Schwacheren. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, nur wenn wir uns gemeinsam engagieren, können wir was verändern. Deshalb ist mein Aufruf an die Mülheimer, nicht nur mich zu wählen, sondern sich selber wirklich auf der Straße für ihre Zukunftsperspektiven, für Gerechtigkeit, für Bildungsfreiheit zu engagieren. Jo, vielen Dank, Özlem.